Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Douglas Haul. Ich habe mir einige Sachen bestellt, da war ich schon so lange hinterher. Ich glaube, die sind schon fast gar nicht mehr so cool, wie sie mal waren, aber ich wollte sie unbedingt haben, weil ich sie in ganz vielen YouTube-Videos gesehen habe, bei anderen Creatern. Ein Produkt ist sogar hier dabei, das ist ganz neu. Bin ich auch sehr froh, dass ich es gefunden habe. Und ich dachte, wir testen so ein bisschen was aus. Ich zeige euch ein paar Swatches und vielleicht seid ihr auch daran interessiert, wonach ich jetzt so die ganze Zeit auf der Suche war, beziehungsweise nach der Verfügbarkeit Ausschau gehalten habe. Und wir legen los mit Lippen, weil ich habe jetzt nämlich gar nichts drauf. Und der Lip Liner, der für mich in aller Munde ist, ich weiß nicht, welche YouTuber ihr sonst schaut, welchen Creatern ihr sonst folgt, aber dieser Lip Liner ist irgendwie sehr oft gefallen in letzter Zeit, und zwar von NYX. Das ist die Farbe Nude Beige. Und jeder, der diesen Lip Liner benutzt hat oder mal gezeigt hat, vorgestellt hat auf Social Media, ist ein Fan und benutzt nur noch den. Und da habe ich mir gedacht, oh my God, let's try this. Und dann wollte ich zum DM an eine NYX-Theke und mir einen Lip Liner mitnehmen. Und ich finde keinen DM mehr, der eine NYX-Theke hat. Woran liegt das? Oder? Ich weiß nicht. Also in Wiesbaden hier, egal in welchem DM ich war, habe keine NYX-Theke gefunden. Also das ist einfach so ein Lip Liner, hat einen bräunlichen Unterton, aber er ist eher so ein kühler Lip Liner. Was ich nicht so gut finde, ist, dass man ihn spitzen muss. Das ist bei mir immer so ein bisschen schwierig. Dann bleibt er irgendwann liegen, weil ich zu viele andere habe, die ich vielleicht aufdrehen kann oder auf die schneller anwenden kann. Den muss man spitzen, aber ich meine, wenn er gut ist, why not? Also, das ist auch nicht der cremigste von allen cremigen Lip Liner, das muss ich auch sagen. Muss schon ein bisschen Druck ausüben, aber vielleicht hält er dann auch umso länger. Aber die Farbe gefällt mir auch gut. Ich finde auch, dass es ein sehr schöner Ton ist. Es ist ein toller Ton, um die Lippen zu umrahmen, für ein Gloss oder so einen helleren Lippenstift, Lippenprodukt. Auf jeden Fall, wenn ihr was Dunkleres auftragt, müsst ihr natürlich auch einen dunkleren Lip Liner nehmen. Also, er macht einen guten Eindruck. Er ist nicht so super cremig wie meine Lieblings-Lip Liner, die ich so habe. Ich mag das richtig gerne, wenn er so schön gleitet. Aber wenn es umso länger hält, umso besser. Ich werde jetzt mal länger ausprobieren, aber die Farbe an sich, der Unterton, ist klasse. Dann habe ich gesehen, dem Lipgloss war ich jetzt nicht so lange hinterher. Aber ich habe diesen gesehen und habe mir gedacht, hey, was für eine coole Farbe als Gloss. So ein bisschen schier, ein Rot, ist doch sehr schön für den Sommer. Das ist die Farbe 23 Sweetheart und das ist der Lifter Gloss von Maybelline. Den probieren wir jetzt mal zusammen aus. Passt sehr gut zu meinen Fingernägeln. Hat so einen dicken, großen Applikator, so ein bisschen wie die Fenty Glosse. Ja, das ist ein schönes Orangerot. Sehr schön. Ich habe letztens erst so einen roten Lipgloss verwendet von einer anderen Marke und da war mir das ein Ticken zu sehr pigmentiert, weil irgendwie wollte ich genau das haben, und zwar so ein Schierrot, so ein ganz leichtes, und das ist so ein richtiges Rot, also so ein Tomaten Richtung Orangerot, ne? Gar nicht irgendwie so in Richtung Peach oder Rosé, sondern wirklich Rot. Kann man hier auch ganz gut sehen, und ich finde das im Sommer, gerade auch mit dem bräunlichen Lip Liner, mega, mega schön. Und der Lipgloss, was ich auch bei denen sehr cool finde, ist, dass die nicht so klebrig sind. Die sind sehr leicht auf den Lippen, haben einen sehr schönen Glanz. Ich könnte den sicherlich auch schön aufbauen, aber so gefällt es mir auch gut. Also so insgesamt auch mit dem ganzen Look finde ich das eigentlich ziemlich schön. Und der Lip Liner passt dazu auch optimal. Ich habe aber noch mehr Lippenprodukte, die wir gleich swatchen werden. Und zwar habe ich mir einen neuen Lipgloss geholt von Hourglass. Ich habe den schon in der Farbe Child. Das ist so ein Nude-Ton, aber so ein ziemlich heller, so ein Concealer-Nude-Ton. Da muss man auch doll aufpassen. Braucht man auf jeden Fall auch einen Lip Liner. Und dann habe ich diesen hier gesehen und ich fand die Farbe auch wieder so cool. Das ist die Farbe Pros. Das ist so ein Rosé-Ton und das werden wir jetzt auf jeden Fall mal austesten. Ja, das ist so ein Lipgloss. Der ist so richtig dick. Von der Textur, vom Auftrag, man merkt richtig, man hat Produkt auf den Lippen. Auch dieser Ton sieht toll aus mit einem braunen Lip Liner. Mega schön. Auch ganz toll. Und der hat so einen Geschmack, so ein bisschen wie so ein scharfes Kaugummi. So ein bisschen, hat aber keinen Plumping-Effekt, dieser Lipgloss. Ne? Ist nicht zu verwechseln. Sehr angenehm, schön. Ich finde die Farbe auch toll. Passt jetzt nicht so mit den Fingernägeln, vielleicht auch nicht unbedingt mit dem Augen-Make-up-Look. Aber sonst finde ich den richtig schön, wenn man auch ein bisschen gebräunt ist, worauf ich sehr hoffe, jetzt bald, wenn ich im Urlaub bin, dass mir ein bisschen Farbe abholen kann. Aber so an sich ist das wirklich ein sehr schöner
Ton, mega schönen Ton. Ich glaube, wenn ich das tragen würde, diesen Lipgloss, würde ich einfach nur schauen, dass ich irgendwie so ziemlich bronzy geschminkt bin und dann einfach nur ein Mascara und fertig. Richtig schön. Fühlt sich gut dann auf den Lippen, so ein bisschen erfrischend, aber nicht unangenehm, nicht zu dolle und ist sehr gut pigmentiert. Also ich kenne eben diesen Lipgloss schon, weil ich den in der Farbe Child habe und den finde ich schon richtig, richtig gut. Hourglass macht richtig tolle Glosse. Aber ganz eigentlich wollte ich diese Produkte hier haben von Hourglass. Da habe ich mir nur so, dazu habe ich mich verleiten lassen. Kennt ihr unten immer diese Zeile? Vielleicht würde Ihnen das auch gefallen. Ja, natürlich gefällt mir dann auch alles. Aber eigentlich war ich auf der Suche nach diesem Lippenprodukt von Hourglass. Und zwar Volumizing Glossy Balm. Und das sind diese Lippenstifte, so ein bisschen wie von Tarte, was ich euch letztens gezeigt habe. Was zwar aussieht wie Lippenstift, den man ein bisschen ausdrücken kann. Und wenn man es aufträgt, ist einfach wie ein traumhaft schöner Gloss. Und so ein bisschen funktionieren auch diese Lippenprodukte. Ich glaube sogar, dass Hourglass zu als erstes war. Und es gab eine bestimmte Farbe. Und zwar Mist. Die Farbe Mist, die wollte ich unbedingt haben. Wie lange oder wie oft war ich auf der Douglas-Seite und habe immer wieder geguckt, ob es diese Farbe gibt. Und sie war immer vergriffen, stand immer nicht lieferbar. Und der Douglas bei uns in der Stadt, der ist, was Hourglass angeht, nicht so gut ausgestattet, muss ich sagen. Da fehlen immer die heißen Teile, wo man so auf der Suche ist, die fehlen eigentlich so gut wie immer. Deswegen musste ich mich online umschauen. Und dann nehme ich mal die Farbe Mist. Wie ich mich gerade freue. Wisst ihr, wer mich geinfluenzt hat hier? Die Madeleine Schön. Die hat nämlich ein ganzes Reel nur zu diesem einen Produkt gemacht. Und ich war echt hin und weg. Also, es schaut einfach mega luxuriös aus. Packaging, wie immer, von Hourglass. Und hier ist es so, hier muss man es drehen. Und da kommt das Produkt raus. Riecht nach gar nichts. Sieht einfach aus wie ein Lippenstift, ne? Sieht einfach aus wie ein Lippenstift. Aber wenn man es aufträgt, ist es sehr glossy. Wow. Muss richtig aufpassen. Das ist direkt Kontrolle verloren. Weil es so weich ist. Das ist wirklich wie ein Balm, den man sich aufträgt. Macht auch so ein bisschen Sauerei. Seht ihr das? Um den Stift herum. Sehr, sehr schöne Farbe. Ich bin jetzt nicht enttäuscht oder irgendwas, aber ich glaube, wenn man auf etwas so lange wartet, dann steigen die damit auch die Erwartungen irgendwie. Also der ist wunderschön. Die Farbe ist wunderschön. Das Finish ist der Wahnsinn. Es glänzt wirklich einfach wie ein wunderschöner Gloss. Dabei ist eigentlich ein Lippenstift oder Lipballen, sagen sie ja, wirklich super schon weicher als Butter, wirklich. Tolle Farbe, der Lip-Liner ist ein bisschen untergegangen, aber ich glaube, insgesamt schaut es immer noch gut aus. Ich habe noch eine andere Farbe, aber das gefällt mir schon sehr. Ich muss so sagen, der von Tarte, der auch so ähnlich funktioniert zum Rausdrücken, gefällt mir jetzt gerade von der Textur ein bisschen mehr, weil der ist zwar auch sehr flüssig und hat auch dieses Finish, aber der ist irgendwie ein bisschen leichter in der Anwendung, weil er ein bisschen fester ist. Aber ja, ich frage mich immer, wie man sowas macht, dass es erstmal so als ein Stiel auch da reingesetzt wird und auch da reinpasst, weil es ist so flüssig wie, keine Ahnung, wie das geht. Das ist eigentlich ein Lipgloss, ne? Guckt euch das Finish an. Das ist doch 100% ein Gloss. Also und geht auch sehr gut ab. Also deswegen ist nichts Langanhaltendes. Und die andere Farbe, die ich mir ausgesucht habe, ist die Farbe Lucid. Und das ist so eine Farbe, die ist so ein bisschen rötlicher. Oh, interessant. Nichts ahnend, denkt mir, das ist ein schöner Lippenstift. Und jetzt löst sich alles auf und wird ein Gloss. Das ist sogar orange, Leute. Das ist fast schon zu flüssig, dass man nicht, während man das aufträgt, so verteilen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Es bricht gefühlt alles sofort ab und hat man so einen Klumpen, den man irgendwie verteilen muss. Vielleicht habe ich euch zu viel rausgedreht. Ja, ich glaube, man darf nur so ein bisschen rausdrehen. Aber auch der sehr, sehr cool. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Typ bin für diesen Ton, für dieses Orangene. Ich sehe mich immer mehr so bei so Rosé-Tönen, bräunlicheren. Und ich finde, die Leute, die so richtig Orange oder Peach tragen, das sind mir so andere Typen. Vielleicht wäre das eher was für jemanden, der ein bisschen wärmer unterwegs oder so. Oder vielleicht passt mein restliches Make-up nicht ganz perfekt. I don't know. Fühlt sich gerade nicht so passend an, oder? Was würdet ihr sagen? Aber auch hier wieder wunderschönes Finish. Ganz toll.
Den würde ich jetzt aber auch nicht mit offenen Haaren tragen, genau wie die Farbe davor. Allgemein diese Lippenstifte, weil sie eben wie ein Gloss sind. Und wenn ihr rausgeht und es windet, klebt euch alles hier und dann verteilt ihr das schön über das ganze Gesicht. Ich bin ein Fan vom Finish, wirklich. Ich liebe es, wie es glänzt. Ich bin auch Team Lipgloss als Team Lippenstift, wenn ihr mich fragen würdet. Deswegen gefällt mir das sehr gut. Aber die Farbe... Ich habe noch mehr Lippenprodukte. Und zwar habe ich gedacht, wenn ich schon das Video filme, integriere ich sie einfach. Weil kurz bevor ich hier dieses Video filmen wollte, kamen neue Lippenprodukte von Huda Beauty. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es die auch beim Douglas. Oder beim Sephora. Bin mir gerade nicht sicher. Ich habe hier einmal, das sind die Lip Blushes. Creamy Lip and Cheek Stain. Das finde ich auch sehr interessant. Stain ist super, einfach wenn es, dass es so langanhaltend ist und so ganz leicht auf der Lippe liegt. Lip and Cheek finde ich cool. Ich habe mich auch sehr gefreut, weil ich das Produkt erst bei Elena Davison gesehen habe. Sie hat es nämlich auch getestet auf den Lippen und den Wangen und es hat sehr gut funktioniert. Also ich wähle hier als erstes die Farbe Coral Kiss einmal aus. Jetzt habe ich wieder Coral, eben habe ich schon gesagt. Ich finde, ich bin nicht der Typ, aber vielleicht ist ein anderer Unterton. Sehr leicht auf den Lippen, so ein bisschen, als würde man sich ein dickflüssiges Wasser auftragen. Es hat wirklich was Wässriges, aber auch nicht so nass, irgendwas so ein bisschen dazwischen. Und es lässt sich toll auftragen. Der Duft oder der Geschmack, kennt ihr das? Man trägt sich was auf und man hat so einen gewissen Geschmack, ohne es zu essen. Irgendwie direkt im Mund oder in der Nase. Und das ist so sehr chemisch irgendwie, muss ich sagen. Ein bisschen unangenehm. Aber der Stain ist schön, setzt sich nicht in den Fältchen ab, also ist schön gleichmäßig überall verteilt. Und das gefällt mir. Es ist vielleicht jetzt auch nicht perfekt für mein hier Outfit und Schmuck und Make-up, sondern so an sich, wenn man nur die Lippe betrachtet, gefällt mir sehr gut. Auch hier, denke ich, wäre das schön zu einem bronzy Make-up-Look, vielleicht auch mit so einem goldenen Lidschatten oder so, würde das schön aussehen. Ich versuche das mal abzumachen, mal gucken, wie viel dran bleibt. Weil es macht ja einen Stain aus, dass es noch bleibt. Ne? Ich habe es jetzt weggewischt und das ist der Rest, der trotzdem drauf geblieben ist. Das kann man natürlich auch sehr schön für sich zum Guten umwandeln, sage ich mal. Denn dieser Stain hat ja auch ein schönes Finish. Dann kann man vielleicht noch einen Lip Liner hinzufügen und vielleicht auch ein Lip Gloss darüber geben oder so. Und dann wird es schon schön ausschauen. Es gibt noch andere Farben. Ja, Peachy Kiss, Apricot Kiss, Rosy Kiss und Berry Kiss. Vielleicht hätte ich Rosy oder Berry ausprobieren sollen, aber ich finde, ach doch, ich gebe mir noch was drüber, weil irgendwie ist mir das ein bisschen zu Transfer and Kiss Proof. Ich nehme jetzt die Farbe Rosy Kiss. Auf jeden Fall muss ich sagen, finde ich das Packaging sehr cool. Das ist so ein mattes Packaging. Die Schriften sind auch schön, nicht so aufdringlich. Also insgesamt ein echt cooles Produkt eigentlich. Das ist nicht so ganz wahrheitsgetreu, weil das da drunter noch durchscheint. Also so als Endergebnis zusammen gefällt mir das schon ein bisschen mehr. Was das Make-up auch immer ausmacht. Jetzt fällt mir auf, ich müsste mal wieder Silbershampoo verwenden. Ich glaube, das lasse ich jetzt mal drauf. Es gibt noch ein Produkt, das ich ja auch habe von Huda Beauty und zwar der Silk Balm. In so einem blauen. Sie hat Frost. Aha, es gibt nämlich zwei verschiedene. Sie hat auch schon mal so ein Gloss rausgebracht in Orange und in Blau. Und die hatten tatsächlich auch solche Untertöne. Also schaut mal, der hat hier so einen blauen Unterton. Also man hat jetzt keine blauen Lippen. Aber so als Topper kann man das richtig cool einsetzen oder eben alleine. Ich probiere das jetzt mal. Kann natürlich auch ein Lippenprodukt kühler ausschauen. Ne? Habt ihr das Blaue jetzt gesehen? Und der... Das ist Warning, Icy Baby. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Plumping Gloss. Und der bitzelt ganz schön. Was sagen wir zum Finish? Passt das zu dem Make-up-Look? Ist es too much? Or no? Ich glaube, ich trage wieder die auf. So, okay, jetzt lasse ich die Lippen mal ein bisschen in Ruhe.
Und wisst ihr was? Ich habe mir nicht nur Lippenprodukte gekauft, auch wenn es gerade so danach aussah. Aber ich muss sagen, Lippenprodukte auftragen, ausprobieren, macht mir am meisten Spaß einfach. Ich liebe die ganzen Farben, Texturen und einfach, das macht so viel aus. Probiert auch mal so, euch zu schminken, dass ihr eure Lippen als allererstes schminkt und dann Lidschatten. Nicht an, also je nachdem, jeder hat auch eine andere Reihenfolge. Aber bei mir sind oft die Lippen das Letzte, was ich schminke. Aber wenn man die zuerst macht und darauf abstimmt, dann kann vielleicht ein ganz neuer Look entstehen, den man vorher nicht geplant hat. Weil oft macht man ja die Lippen passend zum Rest, aber es ist auch mal schön, vielleicht den Rest an die Lippen anzupassen. Probiert das auf jeden Fall aus, aber ich glaube, jetzt ist es relativ rund, außer die Fingernägel passen nicht dazu. okay, Friends of the Sun. Was ich mir auch nachgekauft habe, ist hier dieser braune Eyeliner von Isadora. Das ist für mich persönlich der allerbeste braune Eyeliner, den es gibt. Ich habe so eine eigene besondere Technik, wie ich meinen Wing mache und wie ich den auftrage. Und dafür brauche ich auch einen bestimmten Eyeliner immer. Und zwar so ein Filz-Lip-Liner. Und wie ihr sehen könnt, hat er so eine richtig lange, schöne Filzstiftspitze. Und das ist einfach perfekt, weil ich kann einfach so drauf drücken einmal, einfach durchziehen und that's it. Das funktioniert mit diesem Eyeliner einfach am besten. Ich habe schon viele ausprobiert, aber dieser ist einfach am besten. Und das ist die Nummer 83 Hot Chocolate. Vielleicht gebe ich das einfach mal drüber. Ja, und wenn er neu ist, ist er natürlich super satt und super dunkel. Aber auch später, wenn er so ein bisschen schwächer wird, immer schön durchschütteln oder auch mal so hinstellen, ne, wenn ihr vielleicht in einem Glas oder in einem Behälter eure Stifte habt, immer mit der Spitze nach unten, damit die Farbe auch schön dahin fließt. Aber selbst wenn es immer weniger wird und er immer heller sich auftragen lässt, ist es immer schön und es wird irgendwie nie fleckig oder trocknet auch nicht aus. Ich finde es einfach perfekt. Diese Eyeliner nehme ich, die so wie so ein Mini-Pinsel sind, mit denen komme ich so gar nicht zurecht, weil ich drücke ja drauf und dann geht der Pinsel ja so auf. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen brauche ich immer so eine Filzstiftspitze dafür. Die gibt es auch in anderen Farben, den gibt es auch in Schwarz, mag ich auch sehr gerne. Aber Braun ist einfach mein Favorit. So, und dann apropos Braun, ich habe mir eine neue Mascara gekauft. Und ganz ehrlich, ich habe so viel Mascara zu Hause. Eigentlich brauche ich keine neue, aber die sind alle aus dem DM, ist mir aufgefallen. Und die sind alle super. Aber ich habe hier so eine neue entdeckt, so eine super gehypte. Und ich habe in Cannes neben einer Kollegin gesessen. Wir haben uns unterhalten, habe ich gefragt, was ist deine Lieblingsmascara aktuell? Und da hat sie gesagt, das ist die neue Lash Clash von Yves Saint Laurent. Ich glaube, so heißt sie auch, ne? Ja, genau. Lash Clash von Yves Saint Laurent und zwar in Braun. Und weil ich ja so gerne einen braunen Eyeliner trage, habe ich gedacht, eine braune Mascara ist doch mega für die Wimpern. Einfach auch für meine helle Augenfarbe. Und ich finde, das Bürstchen schaut ziemlich cool aus. Das Packaging insgesamt liebe ich total. Ich finde es cool, dass es einfach so eine große, dicke Tube ist, die einfach nur schwarz matt ist, super elegant und edel mit diesem YSL-Logo allein hier drüber, das so ein bisschen absteht. Ne? Also es ist so einfach schon allein vom Packaging wunderschön. Und ich habe zwar jetzt schon eine drauf in schwarz, aber ich gebe dir mal drüber. Ein wirklich großes Bürstchen. Wow. Und falls ihr eben so euren Look so ein bisschen natürlicher halten wollt, dann würde ich euch immer empfehlen, eine braune Mascara zu verwenden statt eine schwarze. Und das gleiche gilt auch für den Eyeliner. Lieber einen braunen nehmen statt einen schwarzen. Ihr betont trotzdem eure Augen, aber es ist dann nicht zu hart, wie ich finde. Und ja, deswegen habe ich mir diese Mascara gekauft. Ich werde sie natürlich jetzt in Zukunft noch mehr austesten, aber sie macht auf jeden Fall schon einen sehr guten Eindruck, weil das Bürstchen, so wie es ausschaut, das sind die ich eigentlich am besten immer zurechtkomme. Dann habe ich mir, also ich glaube, das ist so das Produkt, wo ich am längsten hinterher renne. Ich glaube, das wurde letztes Jahr irgendwann gelauncht. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn es vor einem Jahr schon gelauncht wurde. Und zwar dieser Blush hier von MAC. Und zwar ist das die Farbe Blush Please, das ist der Glow Play Blush. Und der hat nämlich eine, wenn man reingeht, wird er so cremig. Und diese Farbe, die ich hier habe, da habe ich mich auch influenzen lassen. Ihr wisst genau von wem. Wie gesagt, wenn man hier reingeht, ich drücke mal richtig rein, da sieht man richtig, ist ein Abdruck von meinem Finger geblieben. Also es ist so ein ganz
weicher Blush. Ich finde die Farbe einfach perfekt. Das ist so ein kühles Rosé, das ist genau, was ich gerne mag. Ich habe jetzt leider schon Blush drauf. Deswegen benutze ich den jetzt mal nicht, aber auf jeden Fall in einem nächsten Tutorial auf Instagram oder auch hier will ich den unbedingt mal probieren, weil ich finde den sehr schön und ich wollte den so lange ausprobieren, weil ich die Textur auch so spannend finde. Und ja, finally, hat sehr lange gedauert. Dann Leute, diese Foundation von Chanel, die Le Beige Foundation. Und die habe ich euch schon mal letztens gezeigt. Ich habe sie nämlich in B20 gekauft, im Duty Free. Und die war mir leider zu hell. Und jetzt, wo ich es bald in den Urlaub geht und ja, überhaupt, sie hat mir so gut gefallen, dass ich es so schade finden würde, dass ich sie jetzt erst im Herbst benutzen kann, wenn ich wieder heller geworden bin. Deswegen habe ich sie mir einfach in B30 gekauft. Das war nämlich auch die andere Farbe, die ich geswatcht habe, wo ich konnte mich nicht entscheiden zwischen B20, B30. Und B20 habe ich jetzt und jetzt habe ich auch B30 und ich freue mich sehr darauf, weil ich glaube, dass es auf jeden Fall meine Sommerfoundation sein wird. Die ist so toll, die ist richtig lightweight, also ein ganz leichtes Gewicht. Fühlt sich an, als hätte man gar nichts auf dem Gesicht drauf, auf der Haut. Fühlt sich super natürlich an, schaut super natürlich aus, einfach wie Haut. Und hat auch eine echt gute Deckkraft, die habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich habe gedacht, die hat vielleicht gar keine Deckkraft, ne? Schon allein wegen der Textur und allem. Aber sie hat eine gute Deckkraft, Medium würde ich sagen. Und das reicht mir auf jeden Fall für den Sommer. Und deswegen wollte ich sie unbedingt, auch wenn sie so teuer ist leider, aber auf jeden Fall auch in einer passenden Farbe haben und habe sie mir bei Douglas gekauft. Und dann habe ich noch zwei letzte Produkte. Und ich weiß nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe oder ob ein Fehler gemacht wurde. Ich glaube, ich habe aus Versehen auf zwei geklickt. Das kann gut sein. NARS. Auch. Ich hatte schon fast keine Lust mehr, ehrlich gesagt, irgendwann. Und zwar ist das der Creme Bronzer von NARS. Bestimmt habt ihr von dem auch mitbekommen. Und ich wollte immer die Farbe Laguna 2 Original haben, damit es für mich nicht zu hell, nicht zu... Ja, schon dunkel. Ich habe gedacht, es wäre heller. Riecht sehr angenehm. Irgendwie habe ich gedacht, es wäre heller. Aber gut, ich sagte ja, ne, es kommt jetzt der Sommer und so und ich werde insgesamt ein bisschen dunkler sein als jetzt. Vielleicht wird es ja auch gut passen. Ich habe viele sehr gute Reviews darüber gehört und gesehen auch, dass es ein richtig guter Creme-Bronzer sein soll. Ich wollte den schon, wisst ihr wann, als ich den Huda-Bronzer, diesen Creme-Bronzer hatte. Wie lange habe ich den schon? Oh Mann. Jetzt war der hier endlich verfügbar bei Douglas und ich habe den mir sofort mitgenommen. Wie gesagt, ich war jetzt schon geschminkt, weil ich ein anderes Video gedreht habe, aber ich werde auf jeden Fall ganz bald diese ganzen anderen Produkte auch anwenden, euch zeigen, wie sie sind. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr hinter irgendeinem dieser Produkte auch hinterher wart. Und wenn ja, schaut auf jeden Fall jetzt in meiner Infobox vorbei, da werde ich euch auf jeden Fall alles verlinken einmal. Und ja, ich bedanke mich sehr fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich freue mich sehr, wenn wir uns ganz bald wiedersehen in einem neuen Video. Schaltet wieder ein und bis dahin alles Liebe. Ciao.